Wasser, Erde, Feuer, Luft. Der Avatar hat den Krieg beendet, aber es muss noch viel passieren, bis die Welt im Gleichgewicht ist. Unsere kleine Truppe an Heldinnen dringt in die Mine der Schatten ein, in unserem Let's Play von Avatar Legends, das Tal der langen Schatten. Binas Charakter, die tut gerade so, als wäre sie die Wächterin, die ein paar Gefangene bringt. Das heißt, Bin marschiert vorne weg und hinter ihr her grummelnd erstmal euer Gefangener, dann der Teenager Irasuka, den ihr mitgenommen habt, und da habt ihr ja irgendwie beschlossen, wer von euch das Schlusslicht macht. Wir sind auch gefesselt, ne? Sind alle, naja, also okay. Hinter. Ja, okay, an dem Seil dran. Ich glaube nicht, dass ihr so richtig festgebunden seid. Ich würde, glaube ich, ganz hinten gehen. Ja, das heißt, Yuka, gespielt von der wunderbaren Hasel, geht ganz hinten. Und dazwischen Yenyu von der wunderbaren Selina dargestellt. Beide in abgerissenen Feuernationsklamotten. Das kann ja heiter werden. Wo soll ich hinlaufen? Direkt auf das Tor zu, okay, sagt euer Gefangener. Ich wink dann so ab und an, wenn mir mal jemand entgegenguckt. So. Sag ihr noch, wie sie sich melden soll. Normalerweise sagen wir einfach nur, hey, ich, und dann, worum es geht. Okay, wir haben keine geheime Losung oder so, niemand kommt hier hin. Ich versuche einfach nicht zu reden. Und jetzt ist es mir am besten sagen, dass ich die Klappe halten soll. Halt den Mund, Gefangener! Das hast du sehr gut gemacht, sei allgemein unfreundlich zu uns. Ist ja gut. Ja, du marschierst auf das Tor in der Palisade zu und dort oben sind auch zwei Wachen. Eine lehnt sich vor und schaut so ein bisschen zweifelnd. Ah? Ich muss da mal rein. Gefangene abgeben. Die habe ich gefunden. Gefunden? Ja, die sind hier so rumgelaufen und ist hier. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Sei ruhig. Wir wollen uns doch nur die Bucht ansehen. Du hast Touristen? Schadet das? Mehr Arbeitskräfte, mehr Profit. Wird euch jemand vermissen? Ich werde mich vermissen. Ja, aber nein. Du bist doch noch bei dir, sagt der Bewache. Ich kann sie auch einfach wieder freilassen. Nein, wir brauchen für die nächste Schicht noch mehr Leute. Eigentlich schon. Trotzdem. Also, würfel doch mal mit Kreativität. Du versuchst da Leute auszutricksen. Oha. Das ist insgesamt nur eine 3. Eine 3. Also 3 und plus 0. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, du warst noch nie hier, oder? Stimmt, auffallend. Ich bin relativ neu. Aha. Ich habe nur die Anweisung, zu einem großen Tor zu gehen und habe diese Leute hier gefunden und deshalb dachte ich, es gibt hier nicht so viele große Tore, also wird das wahrscheinlich das große Tor sein, zu dem ich gehen sollte. Das klingt alles irgendwie sehr hanebüchen. Ich sag mal dem Chef Bescheid. Super. Steigt runter und verschwindet aus eurer Sicht. Die andere Wache steht noch da so. Sonst so? Das Wetter ist schlimm. Ah, ja. 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 Hm. Wir müssen uns was ausdenken. Wir können sie damit nicht jetzt nicht alleine lassen. Habt ihr auch den großen Vogel gesehen, der da? Ja, der verdammte Feuervogel. Ja. Ist vorhin wieder über der Mine gekreist. Ja, alles cool. Wir haben gesagt, geh weg. Und dann ist er weggeflogen. Wirklich? Ja, war gar nicht so ein Problem. Wow. Hey, dein Abzeichen fehlt. Habe ich verloren, als wir mit dem Vogel gesprochen haben. Der fand das gut, der wollte das gern haben. Ich glaube, weil es so geschimmert hat. Glaubst du, das ist eine Elster? Eine riesengroße Feuerelster. Das war super gruselig. Aber weißt du, was wirklich gruselig ist? Das, was da hinter dem Tor ist. Also sei ruhig. Ich dachte, du weißt nicht, was hinter dem Tor ist. Ich weiß auch nicht, was hinter dem Tor ist. Aber ich gehe davon aus, wenn das ein riesengroßes Tor ist, dass dahinter irgendwas Gruseliges sein wird. Das Tor geht auf mit einem Knarzen und dahinter steht die eine Wache. Und neben ihr ein schlanker Mann mit einem sehr fein gepflegten grauen Kinnbart, der ebenfalls einen Helm trägt und eine deutlich besser geschneiderte Version von der schwarz-goldenen Uniform, der die Hände hinter dem Rücken verschränkt hat. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Bitz, ich bin neu. Ich habe die Anweisung, diese Menschen in diese Mine zu bringen für
Arbeit, damit wir mehr Geld verdienen. Der Bürgermeister hat mich geschickt. Bitte können Sie uns einfach nach Hause schicken? Ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert. Das ist jetzt euer Zuhause. Mit der Unterstützung von der jammernden Yuka, die ihr Bestes tut, ein harmloses Opfer zu wirken, kannst du deinen Wurf tatsächlich nochmal wiederholen. Mit plus eins. Das sind insgesamt fünf, weil das sieben müsste es schon sein, um Erfolg zu haben. Wenn wir beide mithelfen. Und dann müsste es doch gehen. Was ist das für eine seltsame Parade hier? Könnt ihr mir das nicht, was sie meinen? Wir haben einfach nur einen Fischer darum gebeten, damit er uns einmal in die Bucht bringt, weil wir uns die Bucht gerne angucken wollten. Weil meine Großmutter hat schon erzählt, dass früher hier irgendwelche Mantis, Hummer. Ja, und das hat sie mir dann erzählt. Und ich bin neu. Das ist eine Sache in der Gegend. Ich habe das noch nie gemacht. Bitte, können Sie uns einfach nach Hause schicken? Wir wissen doch gar nicht, was hier passiert. Ich will zurück zu meiner Mami. Okay, ich würde sagen, nachdem du jetzt das Heft übernommen hast, machst du jetzt mal einen Wurf darauf, das Glück herauszufordern. Dieses Chaos lässt sich unter nichts anderem mehr zusammenfassen. Aber du kriegst plus eins für deine 6, 7, 8. Minus 1 auf Leidenschaft, plus 1. Plus 1. Dann reicht's. So einen Unsinn denkt sich niemand aus. Sorgt dafür, dass die Leute eingesetzt werden. Besorgt ihren Ersatz für ihr fehlendes Abzeichen. Und vor allen Dingen ziehe das auch vom Lohn ab. Okay, habe ich verdient. Besorgt ihr eine bessere Einweisung. Ja. Alle. Jawohl, Sankura! Daraufhin dreht er sich um. Schnipst mit Zeige und Mittelfingern gegen seinen Kinnbart, schüttelt den Kopf und marschiert wieder in Richtung des größten von den Häuschen innerhalb der. Und ich falle so ein bisschen in mich zusammen in dem Moment, wo wir nicht mehr beobachtet werden. Oh, das war knapp. Das hast du gut gemacht. Okay. Hier kommt ein untersetzter Mann entgegen, der ein Schreibbrett hat mit Pinsel und Tusche, Quelle. Also, warum hat der einen Tuch vorm Gesicht? Er deutet auf einen Gefangenen, den ihr getarnt habt, weil es der ehemalige Wächter ist. Der ist so hässlich. Ja. 1, 2, 3, 4 neue Leute. Ist das dein Fuchshund? Ja, den habe ich gefunden, jetzt gehört er mir. Solange du ihn fütterst. Mhm. Er schiebt Milli mit dem Fuß so beiseite, die an seinem Knöchel geschnuft hat und jetzt leise anknurrt. Gut. Und du bist? Biss. Mit Z. Biss. So? Ja. Biss. Nase. Der Eltern. Ja. Gut. Ich habe dich nicht auf unseren Soldlisten, Biss. Kannst du nochmal nachgucken? Ich kann nochmal nachgucken. Also, ich könnte es verstehen, wenn du dich unter einem anderen Namen eingetragen hast. Also, vielleicht wurde ich unter einem anderen Namen. Ist noch irgendwas mit Bi? Bisang habe ich hier. Noch einer? Bisai? Das sind die einzigen. Bisai. Ist auch ein deutlich besserer Name. Ja. Gut, Bisai, ich ziehe dir das vom Lohn ab. Mhm. Na, auf! Ja. Du weißt, wo du hin musst. Dreht sich schon offensichtlich, von euch weg. Hinter euch wird das große Tor geschlossen. Sind wir jetzt allein? Ja, für so einen Moment. Also, andere Leute gehen hier kreuz und quer größtenteils wachen und ihr seht hinten einen Trupp von Gefangenen, die beisammen stehen und gerade ihre ganzen Werkzeuge abgeben müssen, ziemlich abgemüdet. Ich beuge mich zum ehemaligen Wächter vor. Mhm. Sag ihr doch, wo wir hin müssen. Ich sehe nichts! Ich weiß nicht, wo wir sind. Mach ihm die Kapuze so ein kleines Stück hoch. Und jetzt? Ja, wo wollt ihr denn hin? Wo wollen wir denn hin? Zu den Gefangenen. Ja, dann geht zu den Gefangenen. Ihr seht doch, wo die sind. Sehen wir das? Ja, da steht die ganze Gruppe gerade die Werkzeuge ab. Ich guck mal noch, wo die Wachen so stehen. Ihr seid die schlechtesten Fionen, die mir hier untergekommen sind. Vielleicht liegt es daran, dass wir keine sind. Das erklärt tatsächlich die Menge. Was seid ihr eigentlich? Das geht dich nichts an. Großartig. Ich finde, da wir jetzt Verbündete sind, geht uns das schon, also mich schon was an. Wir können das später klären, denn im Moment müssen wir erst mal rausfinden, ob du uns wirklich helfen kannst.
Ich guck mal so ein bisschen, wo die Wachen stehen, dass ich schaue, dass wir nicht, dass wir, wenn wir mit denen sprechen, nicht so gehört werden. Mhm. Hörst dich um. Und also es gibt bei denen, gibt so langgezogene Gebäude, die offensichtlich für die Arbeiter sind, weil da jetzt gerade neue rauskommen und die, die ihre Schicht hinter sich haben, reingehen. Und wo auch gerade große Töpfe mit Suppe reingetragen werden, damit die was zu essen haben. Da sind gerade die meisten Wachen. Der Rest ist relativ leer. Okay, dann würde ich jetzt erstmal euch alle wieder entbinden, weil jetzt könnt ihr ja auch selber, wir sind ja jetzt angekommen. Okay. Also gehen wir jetzt zu den Gefangenen hin. Ja, ich würde mich mal an Irasuka wenden und ihn fragen, ob er vielleicht irgendwen erkennt. Das da drüben ist ein Cousin von mir. Der ist seit 3 Wochen eigentlich schon in der Feuernation. Ach, das ist dich nicht. Ja, wo du auch einen Brief erwartet hast und der nie ankam. Das war Fenn. Aber wahrscheinlich. Ach, also ich hätte mich über den Brief gefreut. Das war jemand anderes. Aber so nah standen wir uns nicht. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt in letzter Zeit, da komme ich ein bisschen durcheinander, wenn mir was erzählt. Das passiert am besten. Wichtig ist, dass der dich kennt. Das heißt, du kannst jetzt zu ihm rübergehen, ihm die Geschichte erzählen, ihm sagen, dass wir in, was meint ihr, wie lange brauchen wir? Reicht uns eine halbe Stunde? Vielleicht brauchen wir länger. Dass wir uns hier gegen die Wachen auflehnen werden und versuchen, alle Gefangenen zu befreien. Wie viele Gefangene sehen wir denn da so? Also ihr seht da 20 Stück, die gerade ihre Schicht beendet haben. Mhm. Und die sich jetzt hinsetzen, man mit ihren Schalen frisch mit Suppe gefüllt, anfangen Nudeln rauszugreifen und... Lass uns erstmal einfach mit denen sprechen. Ich würde keine Unruhe stiften. Also beziehungsweise sie sollen sich bereithalten. Wir wollen das hier. Also ich gehe jetzt rüber und erzähle ihm, weswegen wir hier sind und sage, in einer halben Stunde wollt ihr einen Ausbruch versuchen. Genau, ich dachte mir, es wäre vielleicht besser, wenn sie es von jemandem hören, den sie kennen. Mhm. Und wie wollen wir das machen mit dem Ausbruch? Das überlegt ihr euch, ich gehe mal eben hin. Ja, marschiert rüber. Macht so ein kleines Winken. Die Person schaut sehr überrascht und dann so, nein, Irasuka, du ich auch. Er so, geht hin und dann tuscheln sie, während ihr noch mal Zeit habt. Euer Gefangener steht immer noch neben euch. Ich rufe ihm noch zu, er soll das auch, die sollen das auch untereinander so schön verteilen. Diesen Plan. Hast du denn eine Idee? Ich? Na, wie kriegen wir die alle jetzt hier raus? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie man hier ausbricht. Ich war hier angestellt. Ich konnte also nicht jederzeit gehen, aber ich konnte gehen. Also warum hätte ich denn über den Ausbruch nachdenken sollen? Hast du einen Schlüssel für das Tor? Oder musst du auch immer vorne? Ich muss vorne immer Bescheid sagen. Wie viele Wachen sind denn normalerweise tagsüber hier? 10, 12. Und wie viele Gefangene sind das? Wir haben ja insgesamt 60 Leute ungefähr aktuell. Und wenn alle mithelfen? Wir müssen trotzdem durch das Tor. Jemand muss das Tor öffnen. Wie haben die das Tor aufgemacht? Mit den Händen. Also das so... Das ist nicht so groß, dass man es nicht bewegen könnte. Da ist ein großer Balken quergelegt. Okay. Da können wir uns auch selber rauslassen. Mhm. Und wenn wir draußen sind? Dann schicken wir ein paar Leute vor. Spätestens morgen kommt das Schiff. Oder wahrscheinlich morgen kommt das Schiff. Und tun so, als würden wir die Gefangenen annehmen, die kommen. Und dann also wir verkleiden uns als Wachen. Stürmt der Rest das Schiff? Also wir müssen gucken, dass wir alle Wachen gefangen nehmen und dann müssen wir uns selbst als Wachen ausgeben. Ja. Klingt gut. Wenn ihr eine bessere Idee habt, nur raus damit. Nein, klingt wunderbar. Könnte funktionieren. Wenn uns alle Gefangenen helfen? Warum nicht? Ich finde es schwierig, die Erfolgschancen davon irgendwie einzuschätzen. Da bist du nicht alleine. Das beruhigt mich irgendwie. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich zu dumm bin dafür. Das darf ich lieber nicht kommentieren. Du kannst auf jeden Fall dich jetzt entscheiden, auf wessen Seite du stehen wirst. Hat er schon. Das Fass machen wir gar nicht nochmal auf. Welches Fass? Alles gut. Ja. Ja, trittst du von einem Fuß auf den anderen. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig Ahnung, wie wir das angehen sollen. Wir versuchen erstmal mit allen Gefangenen zu reden und dann... Und dann Ablenkungsmanöver? Chaos? Ihr dürft nicht vergessen, die Wachen sind feuerbändiger. Ein paar von denen zumindest. Das ist richtig. Wasserbändiger. Aber du kannst nicht alle gleichzeitig löschen. Aha. Aber ein paar. Bestimmt. Irasuka kommt wieder zurück zu euch. Also,
Ich habe allen Bescheid gesagt, dass sie sich bereithalten. In ungefähr einer halben Stunde. Das wird jetzt auch gerade von meinem Cousin verbreitet. Die Rückfrage ist, wofür genau? Zum Ausbruch. Was meinst du? Das habe ich dann auch gesagt. Sie geht's ein bisschen genauer, Irasuka. Wir versuchen einfach ein Ablenkungsmanöver zu starten. Wir müssen uns nur überlegen, wie. Damit die Wachen an irgendeine bestimmte Stelle gehen. Vielleicht kannst du... Ich? Ja, vielleicht kannst du ein Feuer entfachen an einer Stelle, wo es besser nicht brennen sollte. Mhm. Darf ich darauf würfeln, eine Situation Du möchtest eigentlich umschauen, ob hier irgendetwas ist, was euch helfen könnte? Mhm. Natürlich. Ein Wurf auf Kreativität. Du hast direkt schon eine 10 gewürfelt? und dann bekomme ich noch... Oh, ich habe das gar nicht. Ach, da oben ist das. 11. Elf. Ja, hervorragend. Dann kannst du mir 2 Fragen stellen. Mhm. Kriegen wir das in einer halben Stunde überhaupt hin, dass wir all die Gefangenen befreien? Kann man das überhaupt, kann man die auch überhaupt mobilisieren dazu? Also die, die gerade nicht in der Mine sind, denkst du schon? Das sind 40 Leute, 20 sind in der Mine. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und Irasuka scheint ja relativ effektiv darin zu sein, eure Nachrichten zu verbreiten. Und er wartet jetzt auch schon so leicht hibbelig auf die nächste Ansage. Okay. Was wäre unsere beste Fluchtoption? Also rennen wir einfach in den Wald, warten dann da auf das Schiff? Wald ist hier nicht mehr wirklich, ja, aber du siehst, dass da noch ein anderer Weg führt und von deinem Gespür von der Himmelsrichtung her würde der zurück nach Lung Yin führen. Mhm. Da muss es irgendwo auch noch einen Weg geben, der zurück ins Flusstal und zu der Stadt geht. Okay, das teile ich den anderen mit. Wenn wir es schaffen, alle zu mobilisieren, seht ihr den Weg da hinten? Mhm. Ich schätze, der führt auch zurück. Den könnten wir einfach nehmen. Praktisch. Ja gut, dann lenken wir sie jetzt ab, versuchen sie an einen Punkt zu kriegen und dann greifen wir auf ein Zeichen gleichzeitig an. Also versuchen wir... Was wird das Zeichen sein? Millie! Viel wichtiger ist, was wird die Ablenkung sein? Aber ich kann ja den Leuten schon mal sagen, das Zeichen ist, wenn du den Fuchshund hochhebst und Millie schreist. Mhm. Gut. Er dreht sich um und trappt wieder rüber zu den Gefangenen, die untereinander wühltuscheln. Gut, also gibt es hier irgendetwas, was wir vielleicht von Irasuka in Brand setzen lassen könnten, was die Wachen hier auf keinen Fall verbrennen lassen wollen? Aus welchem Material ist das Tor? Das ist hier alles tatsächlich größtenteils aus Holz gebaut, nur einzelne Teile aus Metall. Wollen wir das Tor anzünden? Weil ich glaube, das kriegen wir easy auf. Wenn wir das anzünden, haben wir vielleicht Schwierigkeiten, das anzufassen. Wahrscheinlich werden sie es relativ schnell löschen. Es geht ja nur darum, dass sie alle in die gleiche Richtung gucken und abgelenkt sind. Ja. Also ihr schaut euch um, es gibt den Eingang zur Mine, es gibt die Häuser, in denen die Gefangenen untergebracht sind, es gibt offensichtlich eine Baracke für die Wachen. Kann ich diesen, das ist doch so ein großer Suppentopf, kann ich dafür sorgen, dass der einfach umgeworfen wird? Das könntest du. Oder dass es gebändigt wird und so ein bisschen... Heiße Suppe bändigen. Und ich könnte auch sonst noch irgendwas erdbändigen, irgendwelche... Aber in der Baracke von den Wachen haben die doch bestimmt private... Habt ihr da private Gegenstände? Wir dürfen alle ein paar private Sachen mitbringen, ja. Du würdest bestimmt nicht wollen, dass die da drin verbrennen, richtig? Nein, auf keinen Fall. Gut, also. Es sind teilweise wirklich künstlerisch wertvolle Holzschnitte. Ich tue so, als hätte ich das nicht gehört. Was, ich mag Landschaften. Darum geht's nicht, aber vielleicht nehmen sie Schaden, es tut mir leid. Und dann bitten wir einfach Irasuka, gleich Feuer zu legen. Feuer zu legen. Und die wo soll ich Feuer legen? Sie sind jetzt bereit für den Milli-Ruf. Okay. Die Baracke der Wachen. Mhm. Die setzen wir jetzt in Brand. Bis irgendwer Feuer schreit und dann die Wachen hinlaufen, um das zu löschen. Und dann machen wir uns alle bereit und greifen sie an, wenn sie uns den Rücken zudrehen. Alle bereit? Mhm. Okay. Melly! Aber ich habe doch das Feuer noch gar nicht gelegt! Alle Leute springen auf! Freiheit! Die Wachen schauen sich sehr verwirrt um. Ich fange an, die heiße Suppe zu bändigen. Und der Zucker rennt fluchend eigentlich rüber zu der Baracke, um sie anzuzünden. Millie hat etwas verwirrt oben in der Luft. Euer Gefangener hebt so die Augenbinde. So, kann ich jetzt? Ist das?
Und rings um euch bricht Chaos los. Okay, all die Wachen, die irgendwie anfangen, Leute in Zaum zu halten oder angreifen wollen, den baller ich einfach heiße Suppe ins Gesicht. Sehr schön. Also, wir halten fest, es kommt jetzt zu einer Auseinandersetzung und wir würden jetzt für die einzelnen Leute entscheiden, wie ihr Vorgehen ist. Ich wähle die im Geheimen aus. Und plopp. Und dann könnt ihr ansagen, was euer Vorgehen sein soll. In einem Austausch sagt ihr an, ob ihr euch verteidigen und zurückweichen wollt, ob ihr vorrücken und zuschlagen wollt oder ob ihr ausweichen und beobachten wollt. Das ist so die Grundsache. Deins klingt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, auf Vorrücken und Angreifen. Ja, meinst du? Schon. Ich würde Defend und Manöver machen, dass ich gucke, dass irgendwelche runterfallenden Steine nicht auf meine Leute fallen und gucke, dass ich so ein paar Ebenen baue, wo die Leute rüberspringen können und das alles manövriere. Mhm. Genau, auch ich würde verteidigen und manövrieren. Ich bin nicht die Person, die perfekt dazu geeignet ist, Leute frontal anzugreifen, um sie mit Suppe zu beballern. Von daher. Aber ich passe auf dich auf währenddessen. Gut. Und meine Wachen, die gehen auch aggressiv vor. Die rücken vor und greifen an, weil sie glauben, sie haben es ja nur mit einer Handvoll von eingeschüchterten Gefangenen zu tun. So, das wird jetzt der Reihenfolge nach auch von dem, was für einen Ansatz ihr gewählt habt, abgehandelt. Die verteidigen wollen, die sind als erstes dran. Mhm. Und die SCs, die Spielercharaktere, die sind vor meinen NSCs dran. Und deswegen könnt ihr beide jetzt unter euch ausmachen, welche will zuerst handeln. Und dann würfeln wir, wie gut, also ob ihr was hinbekommt. Dann werde ich jetzt meine Erdbändigung einsetzen, um dir im Kampf zu helfen und so kleine Podeste zu bauen und guck, dass bei dir nichts rankommt, währenddessen du die halt alle abschießt. Und ich manövriere dich sozusagen. Mhm. Das heißt, du kannst dich bereit machen. Es ist eher, dass du jemand anders bereit machst. Ne? Du kannst jemand anders einen Status verleihen, einen vorteilhaften. Mhm. Das heißt, du machst ihr kleine Wände, die andere Leute von ihr abhalten und Treppchen, dass sie einen Schritt höher machen kann, während sie mit weiten Gesten die Suppe bändigt. Mhm. Sehr gut. Dann würfelst du auf Fokus. Oh. 4, 5. Ich bin abgelenkt, weil der Hund so niedlich ist. Ja, ja, verständlicherweise. Du stehst da und du fängst an zu bändigen und dann läuft Millie bin ins Geschehen rein und du bist damit beschäftigt, hinter ihr herzulaufen und zu verhindern, dass sie unter die Füße kommt. Mist. Was möchte ich denn gut machen? Ja, ich würde gerne meine Technik Mauer der Perfektion einsetzen und eine Mauer der Verteidigung um meine Verbündeten. Erstmal schauen wir, ob du überhaupt eine Technik einsetzen kannst. Ja, das ist richtig. Mauer der Perfektion. Das sieht das ist eine aus. Gewürfelte 11. Ja, und das war Fokus. Mhm. Dann kommt noch einer dazu, genau. Dann wunderbar, dann darfst du sogar zwei Techniken einsetzen, die du gemeistert hast oder die grundlegend sind. Ich habe nur die eine momentan, deswegen... Dann kannst du noch zusätzlich eine grundlegende Technik anwenden. Würde jetzt aber anfangen mit der Mauer der Perfektion. Mhm. Die ich erschaffe um mich und meine Verbündeten in direkter Nähe, markiere mir ein Kästchen Erschöpfung, um einen einzelnen Angriff gegen die Mauer abzublocken oder eine gegnerische Person in Schach zu halten, die gerade versucht anzugreifen. Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, die BändigerInnen, die wir haben, unter den Gefangenen besonders zu schützen, damit sie angreifen können, aber nicht, sich nicht mit den Gegenangriffen sofort auseinanderzusetzen, und würde deswegen ein bisschen um sie rumtänzeln mit meinen gezückten Haarnadeln, weil sie sind nicht nur dazu da, um Haare aufzuhalten, sondern sind auch sehr gut, wenn man sie ihren Gegner piekst. Ja, und hältst damit die... Und bin in erster Linie sehr schnell und präzise und versuche sie zurückzuhalten. Das heißt, ein Stich hier, ein Stich da und Leute weichen mit einem zurück und springen an dir aus der Richtung, sodass du sie ein bisschen von den Gefangenen fernhältst, die zu ihren Waffen greifen, und du auch siehst, dass tatsächlich mehrere von denen in eine feuerbändigen Grundhaltung gehen. Auf der Seite der Wachen allerdings auch mehrere. Gut, und deine grundlegende Technik, die du einsetzen willst? Dann würde ich noch wählen, eine Position einnehmen. Mhm. Also ich möchte mich clever positionieren, eventuell vielleicht sogar an der Mauer oben bei Bentor, um die ganze Szene besser im Blick zu behalten. Gut, dann es kommen dir aber tatsächlich mehrere von den Verteidigern in den Weg, die quasi sich dazwischen stellen und dir Waffen gegenüber zücken, und ich markiere einen Punkt Erschöpfung für meine Truppen.
Das opfern sie, um dir diese vorteilhafte Position vorzuenthalten. Es ist nämlich möglich, das so zu verhindern. Und dann sind die Leute, die vorrücken und angreifen, dran. Das heißt, Yuka und die Suppe. Ich bändige die Suppe und alles, was zu nahe kommt. Oder wenn ich sehe, dass Leute irgendwie andere Leute angreifen, dann möchte ich der Suppe ins Gesicht. Dann würfeln wir auf Leidenschaft. Gut, dass ich da noch einen Punkt reingegeben habe. An dir läuft auf einmal Bin vorbei. Nein, Millie nicht! Und fängt den Hund wieder aus dem Geschehen. Das ist eine 8. Eine 8? Was hast du in Leidenschaft? Null. Null. Eine 8 insgesamt. Das heißt, du darfst dir eine Technik raussuchen, die du verwendest. Musst du zuschlagen, Druck machen, etwas zerstören oder hast du eine spezielle Technik, die dafür geeignet ist? Entschuldigung. Dem auf der anderen Seite. Nein, das wäre eine Verteidigen- und Manövrieren-Technik gewesen. Okay, ja, dann will ich einfach Suppe reinballern. Gut, genau. Okay. Führe einen Schlag gegen eine gegnerische Person innerhalb deiner Reichweite aus und zwinge sie, zwei Kästchen Erschöpfung zu markieren, einen Zustand zu markieren oder ihr Gleichgewicht von ihrer Mitte fortzuverschieben. Nach ihrer Wahl. Markiere ein Kästchen Erschöpfung, um die Person stattdessen mit einer Salve von Schlägen einzudecken und sie zu zwingen, zwei Kästchen Erschöpfung zu markieren oder um sie an ihrem schwächsten Punkt zu treffen und ihren Zustand zuzuziehen. Genau. Also ich kann jetzt entscheiden, kriegen sie dadurch Schaden, kriegen sie dadurch einen Zustand? Ja. Oder werden sie dadurch in ihrer Überzeugung geschwächt? Mhm. Weil wir haben ja alle auch so eine Balance. Auch die NSCs haben, geht aber nur in eine Richtung bei denen. Und wenn du tatsächlich dich sehr anstrengst und selber zwei Punkte Erschöpfung in Kauf nimmst, kannst du sagen, es muss auf jeden Fall ein Zustand oder Schaden sein. Ich würde dann das erste machen, dass du entscheiden kannst. Mhm, gut. Dann sage ich, sie kriegen einen Zustand und zwar wütend, sichtlich. Sie sind durchnässt mit heißer Suppe. Mehrere von denen, die du getroffen hast, ins Gesicht oder sonst wohin schauen, dampfend an sich herunter und dann zu dir hoch. Und dann rücken sie vor. Rings um dich schlagen Flammen ein, Waffen stoßen nach dir. Irgendwo hörst du Millie kläffen und siehst in der Menge irgendwo auch noch deine Verbündeten. Die Einzige, die dir hilft gerade, ist Yan Yu, die aber dann auch abgedrängt wird. Und deswegen musst du entweder zwei Erschöpfungen anstreichen, einen Zustand hinnehmen oder deine Balance verschieben. Und das kannst du entscheiden, während wir eine kleine Pause machen und in die nächste Folge übergehen. Bis dann!